Moin zusammen. Diesmal geht's wirklich mit null Beweisen nach Ridgeview. Ich bin ein Vollpfosten. Ich habe letztens den Guide gemacht für den Shop und die Loadouts und so. Und dabei habe ich meinen Schwierigkeitsgrad verstellt. Deshalb hat er sich wieder auf den mit einem Beweis gestellt, weil das ist der gespeicherte Preset. Deshalb haben wir in der Runde davor jetzt auf einmal EMF5 bekommen. Oh mein Gott. Wir dachten die ganze Zeit, wir spielen mit null Beweisen. Dabei hatten wir einen Beweis, aber wir haben es ja trotzdem geschafft, ja. Kommt eben immer auf den Geist an. Manchmal brauchst du wirklich gar keinen Beweis, auch wenn du alle drei an hast, bei manchen Geistern, ne? Aber ja, jetzt haben wir wirklich wieder null Beweise. Wir brauchen noch einen Knochen-Starter-Items. Das können wir mit dem Challenge-Mode später auch nochmal machen. Escape During a Hunt, EMF, Power Mic und der Breaker ist im Keller, einer der zwei Spawn-Punkte. Dann schauen wir mal, wer da drin jetzt hockt und auf uns wartet. So, wir machen das Lichtchen einmal an, dann schnappen wir uns Schlüssel, machen die an und machen den Breaker an. Da ist kein Versteck. So, und gucken wir auch direkt, ob hier unten ein Versteck ist. Ich dachte, das wäre gerade ein Knochen. Die Knochen können ja manchmal auch auf Treppen spawnen. Müsst ihr aufpassen. Nee, kein Versteck hier. Hier ist auch kein Versteck. Oh Mann. Nee, das ist blöd. Kein Versteck beim Breaker ist immer sehr kritisch. Ja, aber das Problem ist, wenn ich wieder durch die Tür schmeiße, dann kannst du eine Tür wieder öffnen. Deswegen was ich heute machen Nein, mit dem Einfach. ich meine die Items, die da vor der Tür liegen. Die Ach, meine vor der ich. Tür. Ja. Okay. Guck ich mir jetzt mal an. Okay, Die zwei kannst du dir merken, wie die da Zugfäße, liegen, so kannst du die in Zukunft dann auch vorbereiten. Ach Wir so, haben du so meinst ein die beiden eigenes von diesen. System, Ja, darum okay. geht's Ach so, die gerade. da liegen. Okay. Ja, gut. Okay. Aber nehmen darf ich mir jetzt was, ne? Ist ja, ne? Ja, nur lass die Fotokamera. Hörst du einen EMF? Also bei mir nicht. Hä? Bin ich blöd? Ich habe doch gerade einen EMF gehört. Wo ist das zweite EMF? Hier. Habe ich nicht gerade einen EMF gehört? Hier. Also Kind, ich habe keins gehört. Ist noch ganz ehrlich. Ich habe nichts gehört diesmal. Nein. Okay, ich bin wohl insane. Oder die EMF-Interaktionen blieben vielleicht durch den von oben durch. Ja, der Knochen ist da. Kümmern wir uns mal direkt drum. Ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr strange. Sehr verwirrend. Whatever. Also hier oben ist ein Versteck. Hab ich Wenn die du nicht Treppe hoch einmal kommst, zu? rechts rum, in einem grünen Schlafzimmer, okay? Ja, okay. Okay, dann haben wir Die oben Schlafzimmer, wo Versteck. Verstecke sind, einfach mal Licht an. Ist das okay? Ja, wenn es nicht zu viele Lichter dann sind, dass uns nicht der Ja, Breaker ich verstehe. rausfliegt. Nur bei einem so, bei einem Versteck. In der Garage und im Keller ist gar kein Versteck, also niemals dahin laufen. Zur Not hat man hier unten immer noch den Kühlschrank. Das EMF macht mich jetzt stutzig. Ich dachte, ich habe gerade ein EMF gehört. Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ghost, are you here? Give us a sign. Ja, hier ist ein Versteck, aber nein, danke. Da ziehe ich lieber den Kühlschrank vor. Ich meine, das ist gut, wenn man auf Meiling testen will, weil es schön weit weg ist. Wenn der Geist jetzt da hinten hier runterkommt, dann kann man den Unterschied hören. Ach, super. Wir haben wieder die Lichtbugs. Ich mache mal ein bisschen Licht aus, damit das nicht wieder so rumspinnt. Schade. Echt, das ist schade, dass die es wieder kaputt gemacht haben. Wo ist die Eingangstür? Hier auf der Richtung. Was mit dem EMF So, hier ist passiert? auch noch ein Versteck. Was mit dem EMF passiert sein könnte, ist, dass es durch die Nix. Etagen durchging. Ach so, das meinst du. Okay, ich dachte jetzt, mein EMF wäre passiert. Bei mir ist noch Nee, nichts. das. Hier, guck, siehst du? Jetzt? Hier liegt was. Hier. Ja, der ist hier in der Gegend. Ja. Genau, hier Und mit da liegt EMF. was, in dem Bad. Also der ist im Bad oder im Ah. Schlafzimmer. Ich Das ist ja durch die glaube, Decke. was passiert ist, das ging durch den Boden durch, das Ja, EMF. meine ich doch. Dieser Ja, Bug, super. den gab es früher, der ist auch wieder da. Super. Aber das Kind, der ist in dem Badezimmer, der ist hier. Im glaube ich. Ja, okay, im Badezimmer ist aber auch ein bisschen was bewegt worden, aber vielleicht ist der ja nur darüber gewurmt. Das können wir jetzt mit dem Thermo nachschauen.
muss mal testen. Ich muss mir da noch wenn der jetzt da aber in dem Schlafzimmer ist, ist es ganz wichtig, dass wir da ein paar Sachen reinwerfen, Teller und so, damit er uns nicht mit dem Radio auf den Sack geht. Mach der Ding jetzt an hier. Ich fotografiere. Der ist in dem Bad. Ja, doch, ne? Siehst du? Ach, das ist schwer zu sagen gewesen, weil das hier wieder aufgehört hat. Okay, hat er das Wasser angemacht? Ja, das, ja, Wasser, das Wasser hier, das war schnell genug. Jetzt kannst du noch ein Foto von dem Dirty Water einfach noch machen, weil das hat die Interaktion genommen, weil es schnell genug war. So. Oh, das war wieder eine Interaktion. Kannst noch eins von dem Wasser machen. Ja, jetzt hat das Dirty Water. Okay. Ja, dann bringen wir Salz da hoch und Kameras und sowas und Sensoren. Ja, da kann man aber auch sehr schön auf... ach, Mann, diese Steuerung, wenn man geduckt wird. Schmeißt du mal Bild hinterher. Muss noch reinziehen. Ja, wir müssen gucken, ob das Roaming ist oder ob das Stalking ist. Das müssen wir auf jeden Fall testen. Das können wir ja gleich testen. Die machen alle Treppe, die sieht man ja kaum. Das ist so dunkel. Wer weiß, vielleicht ist es ja ein Wraith, mein Lieblingsgeist. Nee, warum enttäuscht ihr mich immer? Böse Geister, böse. Ach Mann, es ist schon wieder nicht mein Lieblingsgeist. Das ist gemein. Darf ich oben was Wasser verteilen? Salz verteilen da oben im Zimmer. Ja, kannst du ruhig machen. Eins kannst du verteilen. Ich habe noch Wasser eins hierbei. Ich habe hier noch Wasser verteilt. Dann macht der doch schön. Hier das Salz kannst du gleich auch fotografieren. Ich habe schon die Tür fotografiert. Okay, dann wisch noch im Flur ein bisschen Salz. Ne? Ja, kannst du machen. Ich tue noch eins hier hin. Dann können wir nachher gucken, ob der zu uns wirmt. Das hier ist dann gleich zum Testen, ob das ein Stalky ist. Latscht der wieder instant da rein? Interessant. Sehr interessant. Wir müssen auch hier absichern mit einem Kruzi auf jeden Fall. Wir brauchen auch noch ein Parabol. So. Habe ich den? Ich will den auf 2 strahlen. Okay, es war eine normale Türinteraktion, wie das klang. Ups, noch eine. Hopp. Ich finde das so cool, dass man manchmal die Sachen durch die Türen durchwerfen kann. Okay. Das ist wirklich weird mit dem EMF manchmal hier. So, absichern und wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Videokamera hier im Flur. So, wir sichern hier den Bereich ab. Und wir können einen Sensor hier so hin tun, obwohl, ja, da laufen wir selber die ganze Zeit durch, ne? So. Damit testen wir jetzt nachher, ob der zu uns kommt. Okay, so, die beiden kommen da noch hin. Du kannst dann noch Taschenlampen mit hochbringen, die können wir dann so von dem Flur, wo wir uns gleich hinhocken, zum Geisterraum hinleuchten lassen. So, die tun wir da hin. So, das hier ist der Phantom und der Banshee-Check. Ich hole einen Truck, dann haben wir 2. Okay, so, jetzt interessiert es mich. Komm. Ja, prima. Der Brecki ist aus. Kein Gin. Wo ist der? Ja, ich mach den schon wieder an. Ich gehe in den Keller, weil der. Das ist zu riskant da unten. Da ist nämlich kein Versteck. Es ist auf jeden Fall kein Gin. So, das heißt, den Gin können wir raustun, Wraith können wir auch raustun. Manchmal höre ich Schritte, da frage ich mich dann, ist das der Geist oder ist das sie?
geistert hier ja auch durch die Gegend. Okay, ich mache hier das Licht mal wieder an, weil das hier, das wird unser kleines Notfallversteckchen. Dann packen wir noch eine Kamera hier unten hin. Dann kann man den nämlich hier unten auch noch ein bisschen beobachten. So. Falls wir jetzt auf Oni oder Obacke vom Truck ausschauen müssen. Kann ja sein. Okay, wir haben den Gin schon mal raus. Okay, drei Salzfotos, okay. Okay, dann müssen wir noch schauen, dass wir ein paar Fotos machen. Kann ich Wasser nochmal fotografieren? Ja, mach noch, geht's. Nein, nicht, stopp! Ach Mist, das war genau in dem Moment vorbei. Du warst zu langsam, scheiße. Okay, das war's. Ja, du musst gerade ist egal, es ist schon vorbei. Demnächst lieber nicht mehr machen, wenn es so knapp ist. Ja, ich steche mich an im Outfit jetzt. Das ist mir scheiße, ja. Trotzdem schön. Diesmal haben wir kein Perfect Game, aber ich meine... Jetzt wollte ich das ausmachen, aber schon ein Foto gemacht. Ach, ist egal, das Journal war schon voll, weil ich habe noch ein Salzfoto vorher gemacht, noch schnell. Was war das? Hat er gerade was geworfen? Mach mal das Licht im Geisterraum aus und komm mal her. Hat er schon gemacht von alleine. Nein, das ist nicht das Licht, das ist wieder der Breaker. Ich mach den an. Setz dich mal dahin, wo das Parabol ist. Und guck, ob der zu dir kommt. Halt das Parabol auf den und halt die Kamera bereit, falls er ein Event macht. Ich mach den Breaker wieder an. Ach Gott, ich hasse solche Geister, die in einer Tour den Breaker killen. Und man muss dauernd dahin laufen. Meine Güte. Ich bin so froh, dass ich die Maps alle auswendig kenne. Mann. So. Licht hier ausmachen, wir müssen sanitieren. Hast du ein Licht angemacht oder war das der Geist? Nee, das war ich diesmal. Ich wollte ja Parabolen suchen. Hier ist das Dorf, wo ich doch hingebaut habe. Ich baue doch immer den Weg dahin, wo wir uns hinsetzen. Das ist doch nicht der erste Phantom Test. Oh shit! Event, alles gut, schnell Foto! Hast ne. Ach Mist. Hier war die Kamera. Nee, es geht darum, um auf Phantom zu testen. Du musst dich hier hinsetzen, wo das Kruzi ist. Da, wo das Parabol lag, wegen den Sensoren. Wir müssen gucken, ob der Geist zu uns kommt. Ich muss immer alles wieder von vorne erklären. Also, es ist folgendes. Wir machen das immer so bei null Beweisen. Wir sind weit genug weg vom Geisterraum und testen auf diese Weise, ob der Geist zu uns kommt. So testen wir auf Banshee und Phantom. Deshalb haben wir hier einen Kurzi, ein EMF und eine Fotokamera, falls sowas passiert wie gerade, und ein Parabol. Aber wie es aussieht, ist das überhaupt kein Stalker. Der kommt gar nicht zu uns. Da, er kommt jetzt aus dem Raum raus, aber was hat er denn jetzt gemacht? Hat er nur die Laterne ausgemacht? Okay, wie ihr seht, der Geist kommt zwar aus seinem Raum raus, aber er kommt nicht zu uns rüber. Weil es ist wohl kein Stalker, also würde ich Banshee zumindest ausschließen. Phantom ist ein bisschen fauler, was das angeht. Deshalb müsste man da nochmal schauen. Ich nehme diesen Sensor mal und packe den hier in den Geisterraum. Dann wissen wir es auch immer, wenn der sich hier drin bewegt. Ich kann den nicht an die Bütt tun. Toll. Okay. So, die tun wir auch mal hier hin. Damit können wir auf Onryo testen. Okay, ich glaube nicht, dass das ein Banshee ist. Der ist nicht einmal zu uns gelaufen. Also, ich gehe mal kurz zum Truck und guck mal nach der Sanity, weil wir haben ja jetzt gerade ein Event gesehen, ob unsere Sanity jetzt hoch war oder nicht. Ist leider ein bisschen zu spät, okay. Weil wir haben jetzt wahrscheinlich da im Dunkeln schon ein bisschen Sanity verloren. Sag mal, hast du wieder den Breaker gekillt? Oh mein Gott, der
Ja, es hat schon wieder einen Breaker gekillt. Ey, es kann wirklich sein, dass das wieder ein Handtuch ist. Muss aber nichts heißen. Das könnte auch ein Phantom sein oder ein Poltergeist. Die killen auch auf dem Breaker. Unsere Sanity ist bei 40. Er hat gerade versucht zu handeln. Es ist noch über 40. Vielleicht doch ein Deochen. Eventuell. Vorsichtig auf jeden Fall. Lieber unten hin. Komm lieber nach unten, falls es ein Deochen ist. Ich werde den Brecki wieder anmachen. Geh nach unten zum Kühlschrank, weil da können wir zur Not draus abhauen. Der hat sehr spät versucht zu handeln. Könnte auch ein Fay sein. Okay, Brecki ist wieder an. So, der Brecki ist wieder an. Kurzi wurde wieder benutzt. Hier raus, ne? Ja, kannst hier zur Küche. Hier kann man noch zur Not loopen. Okay. Hat er es kurz in seinem Raum benutzt, oder? Ja, warte. War die Laterne an, als er es benutzt hat? Oh, nicht gut. Die Laterne war aus. Hand. Nicht durch die Wand killen. Echt jetzt? Du hast vergessen, dass ich runtergegangen bin. Ich glaube, das ist ein Handtuch. Klingt langsam. Ja, weil in ihrem Raum klingt sie schnell. Was ist denn hier los? Wer guckt denn hier nachts durch mein Fenster? Das ist creepy. Ich hab dich erwischt. Hilfe, Polizei, da steht einer mit der Flitschlampe an meinem Fenster. Hilfe. Der Brecki ist wieder aus. Ich glaube, das ist ein Handtuch. Falls ich drauf gehe, fahr mit Handtuch. Wo ist der Brecki? Wo ist der? Nee. Ach, komm bloß nicht rein. Ich hab nicht gesmatcht. Komm okay. Nicht rein. Ich steh wieder raus. Sie huntet. Jetzt gucken wir nach dem Atem. Ja, Handtuch. Ich habe den Breaker jetzt auch extra ausgelassen, weil ich den Atem sehen wollte. Also das hat das jetzt nochmal bestätigt mit dem Handtuch. Ich habe das ehrlich gesagt früher nie benutzt mit dem Atem. In letzter Zeit benutze ich das eher als das mit der Geschwindigkeit. Aber ihr habt es ja vorhin offensichtlich gehört. Ihr hört es ja, das Gebäude ist immer noch ziemlich warm. Sie wird langsam schneller, weil das Gebäude kälter wird. Ja, aber ihr hört das eben, ne? Sie ist hier in dem Raum mega schnell. Sobald sie da rausgeht und hier in den wärmeren Bereich kommt, ist sie langsamer, weil beim Handtuch ist die Geschwindigkeit an die Temperaturen gebunden. An die Umgebungstemperaturen. Also wirklich, einfach hier in mein Haus eindringen. Sie haben ja Nerven. Ich rufe die Polizei. 1, 2, Polizei, 3, 4, Garnadier. 5, 6, alte Hex, 7, 8, gute Nacht. 9, 10, schlafen gehen. Ja, was ist los, was ist das? Ja, was ist los, was ist das? Ja, das ist ein Handtuch da drin. Die hat da, ich habe extra einen Brecki ausgelassen. Die hat mich angehaucht. Also, ja. Moment, ich muss Handtuch eintragen. Ich muss jetzt mal gucken, wo es ist. In der Mitte, genau. Schabbat. Es war ein Badehandtuch. Ich habe Handtuch drin. Okay, dann Abfahrt. Yes. Ja, da hatten wir ein feines Badehandtuch gehabt. Leider kein Perfect Game, also. Interaktion halten 20 Sekunden. Wenn schon seit 10 Sekunden ungefähr eine Interaktion am Laufen ist, fotografiert sie lieber nicht. Ihr habt ja gesehen, in welchem Desaster das endet. Ja. Wenn ihr hinter Perfect Games her seid. Aber es ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Wir haben nicht die Weekly, wo man Perfect Games sammeln muss. Und wir haben auch nicht irgendwie jetzt das Verlangen, schnell zu leveln. Deshalb, ihr seht,
Es ist trotzdem schon ein ordentlicher Batzen Geld mit null Beweisen, auch wenn man kein Perfect Game hat. Ein Perfect Game hat, glaube ich, 3500 oder sowas ungefähr. Bekommt ihr dabei raus. Hier ist jetzt auch noch die Daily dabei. Haben die das irgendwie genervt? Ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen an den Nebenobjectives, die man bekommt. Die haben auch unterschiedliche Werte, je nachdem, ob man Consumables verbrauchen muss. Hier ein bei schönes warmes Handtuch brauche ich jetzt. Bei denen hier braucht man nämlich keine Consumables, deshalb kriegt man da auch was weniger. So, das sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich brauche ein schönes warmes Handtuch jetzt. Holt euch alle ein Handtuch. Ciao.